Servus liebe Shisha-Freunde, B2B vom Shisha-Wandes-Team wieder für euch da. Olli hinter der Kamera, den brauchen wir jetzt gerade momentan hier live nicht. Wieso nicht? Da drin liege ich gern. Ja, aber die ist kalt. Ach so. Da geht was zusammen bei dir dann, du. Also. Da geht nicht viel zusammen. Stimmt, da ist ja eh nix. Da ist so eine riesige Idee, ist der. Gut, ist okay. Lass die Jokes. Also, warum sind wir heute im Bad? Das liegt daran, weil sehr viele Kunden bei mir auf meinem Shop immer wieder Reklamationen haben, was die Glasrostsäule angeht von KS. Egal, ob es die 40 cm ist oder die 50er. Das Problem hierbei ist, beim Einführen dieser Adapter schrotten die Kunden, ich weiß nicht, wie sie es anstellen, die Glasrostsäule. Und ja, jetzt habe ich mir natürlich überlegt, was ich dagegen machen kann, weil es kommen immer mehr Kunden, die dieses Problem eben haben. Und Abhilfe schaffen, man kann es zwar, wenn es hier abbricht, das ist ja in den meisten Fällen so, dass es sofort abbricht, wenn beide Adapter drin sind oder kurz darauf, weil sich die Spannung einfach zu stark wird, kann man höchstens besser zum Glaser gehen und sie dort dann angleichen wieder lässt. Kostet natürlich wieder zusätzlich Kohle und das will man natürlich vermeiden, indem sie einfach so, wie sie ist, bleibt und nicht, dass man sie kaputt macht. Und wie kann so eine Glasrostsäule springen, indem sich das Glas einfach zu stark beansprucht wird, also dass es sich dann dehnt und dass es dann sich zerreißt. Und das ist eben das Problem und da müssen wir jetzt Abhilfe schaffen, indem wir einfach viel Wasser dazwischen geben und dann sollte das eigentlich nicht mehr passieren. Diese Methode, die ich ja schon gezeigt habe, mit der Tasse eintunken, reindrücken, war zu wenig Wasser für euch anscheinend. Sind anscheinend auch ein paar Grobmotoriker dabei, kann aber auch den Besten passieren. Am Glas selber kann es eigentlich fast nicht liegen, weil, wie man schon hier gut erkennen kann, es ist ziemlich dick das Glas und egal wie dick das Glas ist, wenn es zu stark beansprucht wird, sich zu stark dehnt, dann geht jedes Glas kaputt. Ja? Und deswegen Abhilfe schaffen, genau so machen wir es jetzt. Deswegen auf jeden Fall empfehle ich gleich mal vorne hinweg, macht den äußersten Gummiring von eurem Adapter weg. Warum? Weil dann euch hundertprozentig das Ganze ohne Verluste klappt, da die Spannung nicht so hoch ist. Ja? Die Spannung ist sonst viel zu hoch und wenn Spannung da ist, geht die Glasrostsäule ziemlich schnell kaputt und so bleibt sie trotzdem hundertprozentig dicht und hält auch trotzdem bombenfest. Zeigen wir euch aber jetzt. Also, was machen wir? Wir geben die Glasrostsäule, in dem Fall 40 cm Zwirl, in die Badewanne. Habe ich jetzt knapp ein Viertel gefüllt. Es reicht eigentlich so viel, dass die Glasrostsäule halt komplett unter Wasser ist. Ja? So, Temperatur spielt eigentlich keine Rolle, es sollte aber nicht brühend heiß sein. Ja? Gut, dann einfach reingeben, den Adapter auch unter Wasser einführen und am besten während des ganzen Vorgangs immer unter Wasser bleiben. Die Glasrostsäule nicht ganz am Ende anfassen, weil es könnte ja wirklich passieren, dass das Glas bricht und dann habt ihr natürlich Schnittwunden, das will natürlich keiner. Deswegen ein bisschen mittig anfassen oder hier ein bisschen kurz davor, dann kann eigentlich gar nichts passieren. Aber ich sehe schon, das funktioniert problemlos. Hier, zack, beim ersten ist schon durch. Ich muss bloß anders nehmen. So. Zweite ist durch, halt, ich habe ja gesagt, ich gehe nicht raus aus dem Wasser. So. Ich muss doch mit rechts machen. Geht's leichter. Okay. Und jetzt eigentlich bloß noch. Zack, das war's. Gut, die erste Seite ist drin. Die zweite Seite folgt. Und immer gucken, dass es einigermaßen gerade ist. Ist natürlich wichtig. Na, so. Wenn ihr verkantet, dann springt auch jedes Glas. Ganz genau. Deswegen immer gucken, ob ihr auch gerade ungefähr drin seid. Klar, unter Wasser sieht man es nicht hundertprozentig, aber das sieht sehr gut aus. So, jetzt könnt ihr eigentlich hier hochgehen. Das Wasser bleibt ja trotzdem in der Säule. Und dann könnt ihr... Boden, genau. Genau. Wichtig dabei ist nur, dass es... Jetzt ist sie doch drauf. Jetzt. Ja, genau. Wichtig war nur, dass ihr gerade seid, dann kann eigentlich nichts passieren. So, das war es eigentlich schon. Hat jetzt schwieriger ausgeschaut, wie es eigentlich war. Man muss bloß die richtige Technik finden. Ich habe es jetzt auch das erste Mal ja jetzt in der Wanne gemacht. Aber jetzt haben wir es schon zum dritten Mal insgesamt gemacht und noch kein Mal gesprungen bei uns. Genau, also die haben wir jetzt schon zum dritten Mal jetzt gewechselt und es hat einwandfrei jetzt funktioniert. Man musste bloß die richtige Technik rausfinden und die war letztendlich dann wirklich so, sobald hier der Glasrostsäulenadapter an beiden Stellen drin ist, könnt ihr sie aufstellen und dann gegen den Boden drücken, aber nur leicht und dann auf den Boden drücken. Und dann gleitet sie eigentlich recht gut bis zum unteren Ende.
Aber selbst wenn sie nicht ganz unten ist, es macht es auch nichts. Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass sie über dem zweiten Gummiring ist. Das war's eigentlich. Und nochmal was dazu. Und da das Glas ja nicht hundertprozentig wirklich der gleiche Durchmesser mehr hat und das Metall auch nicht, deswegen tun wir diesen dritten Gummiring nur weg. Es kann ja sein, dass es mit drei Gummiringen drauf geht. Aber wir tun ja den dritten weg, dann geht es einfacher, aber die halten genauso fest. Genau. Und sind auch genauso dicht, das logischerweise. Ein Gummiring würde da schon reichen, aber dann würde das Ding wippen und deswegen lassen wir zwei drin. Genau, das hält jetzt einwandfrei, also es wackelt auch kein bisschen, das ist ja hundertprozentig... Man hat ja auch gesehen, wie schwer es drauf ging, trotzdem genau. Noch. Also von dem jetzt her ging es jetzt wirklich, wenn man die Technik raus hatte, gut, überhaupt kein Problem jetzt. Und jetzt ist er eigentlich schon bereit, um damit geraucht zu werden. Und bitte macht es zu Hause. Ähnlich wie hier auch mit der Badewanne, dann habt ihr so gut wie kein Risiko, dass euch das Glas springt. Und deswegen gibt es hier dieses kleine Video noch von mir. Gut, dann sind wir schon am Ende. Wir rauchen jetzt natürlich gleich mit der Glasrauchsäule und ich hoffe, ihr natürlich demnächst auch mit eurer MPS. Bis dann, ich hoffe, euch geholfen zu haben. Euer B2B und Shisha Oli hinter der Kamera. Bitte. Servus.